Zeig mal. Plumps. Sie freut sich trotzdem. Du bist jetzt zu Hause, du kannst dich auch umziehen, Mensch. Kleidung ausziehen, ja klar. Du machst jetzt ein auf. Es ist warm. Wir nehmen mal eine kurze Hose und ein T-Shirt. Na komm. Ja, sieht doch schon viel besser aus. Los, lieber dann. Ran ans Gemüse. Möchtest du zu Don? Oh, ich kann den kleinen Füchsen nicht widerstehen. Geschenke? Der mag Blumen nicht. Wir machen es mal so, der beschäftigt sich erst mit dem Fuchs. Oh, wie schön, ey. So viel Action. Itzy bitsy speedo, pa 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 pa. Erzählt mal, was ihr gerade hier bitte macht. Über Tricks reden. Betrachten. Vorsingen. Ja, du willst Eier, ich habe aber keine. Ich könnte aus Spaß einfach einen Huhn halten und die Füchse damit immer füttern. Also jetzt nicht mit dem Huhn, sondern mit den Eiern natürlich, aber. Eigentlich will ich keine Haustiere. So mit einem Fuchs ist schon cool. Oh, der hat Angst. Oh. Dem ist das irgendwie nicht so ganz geheuer. Na, bist du besser als die anderen? Geht so, ne? Erzähl mal. Und. Ne. Voll daneben ist auch vorbei. Oh, es geht ihm langsam besser. Weißt du was? Quatsch jetzt mal mit ihr. Machst einen Witz. Redest mit ihr. Redest mit ihr. Und fragst du nach dem Tag. Freunde braucht jeder. Und du bist ja so ein Aufreißer. Du hast wahrscheinlich nur weibliche Freunde, weil du dich unter Männern gar nicht so wohl fühlst. Ich habe ja gehofft, der Fuchs ist das Futter, aber. Die Abstimmung. Saft für alle. Marsmenschen, okay. Und lustiges Geschenk, örtliche Angelplätze und Grillkäse, na klar. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Single ist. Könnte man ja mal rausfinden. Vielleicht hat er ja auch eine Freundin, keine Ahnung. Profil öffnen. Ja. Also sie ist ja verheiratet, das wissen wir. Die Alice. Und die andere Dame, keine Ahnung. War das ein Kaninchen? Hilft nicht bei der Gartenarbeit. So. Du hörst jetzt mal auf zu spielen. Die Freunde waren ja jetzt eine ganze Weile da. Du musst dich ja jetzt noch um das andere Zeug kümmern. Oh, Kaninchen, hab noch Kaninchen. Takte knüpfen, Witz erzählen. Und Takte knüpfen. Na, streicheln lassen wir mal lieber. Auch noch ein Witz. Oh ja, freunde dich mal ganz bisschen mit den Kaninchen an. Ach, wie süß.
Er möchte Partylöwe sein. Er muss sich noch vielen Sims vorstellen. Warte mal, können wir die Haustür abschließen? Huch. Abschließen für... Alle Hunde, Katzen, jeden. Eigentlich jeden außer die Familie. Die Kaninchen können sich hier reinbuddeln. Hey, vielleicht bleiben die jetzt hier, wer weiß das schon. Wäre jetzt ein bisschen doof, wenn die immer die Ernte aufessen. Kann man die eigentlich verscheuchen, ne, wa? Über Füchse reden? Die Kaninchen streuen dann hier scheinbar genauso rum. Wo sind denn die Kaninchen hin? Hä? Wo willst denn du hin? Auf dem Rückweg kannst du auf jeden Fall hier nochmal buddeln. Keine Ahnung, wo der hin will. Wo ist denn der Hasenbau? Da hinten. Okay. Hier wohnt der Wildhüter, ne? Wie schön. Wie wunderschön. Einfach mal ein paar Enten. Die Libellen haben sie viel, viel schöner gemacht. Verstehe ich nicht, dass die Enten aussehen, als wären sie aus Plastik und die Libellen, als wären sie echt. Durch mal den Detailgrad hier an, die sehen viel besser aus. Also manchmal frage ich mich, ob EA teilweise sehr ambitionierte und teilweise sehr wenig ambitionierte Mitarbeiter hat. Also einfach ein paar Leute ransetzen, du machst jetzt das, du machst jetzt das und ein paar von denen hatten richtig Bock, haben sie richtig Mühe gegeben und die anderen so, ja, also wenn wir jetzt Enten machen, die müssen ja nicht so toll aussehen, die nimmt ja eh kein Mensch. Schlaft ihr schon? Wie es scheint, ja. Du joggst natürlich nicht, warum solltest du auch? Langsam laufen ist viel besser. Zumal beim Laufen müsste ja eigentlich deine Fitness auch hochgehen. Tut's aber irgendwie nicht. So, wo ist dein Haus da? Ist ja schon wieder hier die Frau. Hierhin joggen. Und schlafen. Du, wir sind nicht zusammen. Wir sind maximal ein bisschen befreundet. Ah, das war aber auch allerhöchste Eisenbahn. Um 6 muss er aufstehen, sonst schafft er das alles nicht. Stimmt, heute ist ja ein Feiertag. Ach, geh noch mal ins Bett, los, Nickerchen machen. Toilette. Gönn dir jetzt mal einen Kühlschrank. Alle hops. So. Und dann kriegst du gleich noch eine ganz billige Theke. Sag mal, fehlt da ein Stück? Ich habe die Theke nach draußen gestellt. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Wir machen mal einfach so. Na, obwohl.
Okay, das reicht. Warte mal, ist nicht schön und auch nicht selten. Ich mach's mal noch mal schöner. So. Okay. Ich glaube, so kann man es lassen. Irgendwann kommt noch ein zweiter Stuhl hinzu, wenn er mal öfter Besuch hat. Wenn sich da was anbahnt. Mach mal ein bisschen hin, ne? Lieber Don. Du kannst jetzt nicht stinkend zu den Zwergen gehen. Die nimmst du ja nachher noch übel. So, abbrechen. Und dann darfst du ausnahmsweise Schokobären essen. Und die allerletzte? Habe ich denn die gerade hingepackt? Hä? Habe ich die hier nicht auf den Boden gelegt? Ah, er hat schon eine aufgegessen, ne? So, dann kann er die Rosen verkaufen. So. Wann? Ja, natürlich mag er Gartenarbeit. Muss er ja. Dann bleibt ja nichts anderes übrig. So. Ein dekorativer Stein. Okay, die können wir noch züchten. Warte mal, wir sind ja schon wieder nicht auf Arbeit. Ist das schon wieder freiwillig oder stimmt was mit der Karriere nicht? Verstehe es nicht. Es ist 15 Uhr, ist Arbeit und der macht's nicht. Ach, wir haben ja Feiertag, er hätte ja gar nicht hingehen müssen. Ja, 24 Stunden Zeit, die Wasserrechnung zu füllen. Oh, lass mich doch alle in Ruhe. Kann doch nicht sein, dass hier alles gleichzeitig kommt. Mann. Leute, macht man hier so einen Stress hier. So. Also, nachdenken. Zwerg beschwichtigen. Der bekommt einen Kaffee. Zwerg beschwichtigen, der bekommt einen Kuchen. Zwerg beschwichtigen, der bekommt einen Zukunftswürfel. Um Verzeihung flehen. Ansehen. Planschspaß, Badebekleidung, Wassersprinkler. Achso, ich wollte ja so ein Wasserballon-Dings holen. Ballon-Eimer. Da könnte er mit seinen Freunden eigentlich spielen, die ihn erreichen, ne? Vielleicht noch sowas für Spaß. Ach, du Heilige. Was ist denn hier los? Um Verzeihung flehen. Oh, oh, das machst du jetzt lieber nicht. Alter Verwalter, seid ihr aggressiv.
immer jetzt folgendes. Zwei sind guter Laune, der hier kommt weg. Bevor die ihn noch umbringen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stromschläge er da verkraftet. Ist ja nicht normal, er schenkt ihnen Sachen und die bringen ihn da halb um. Komm, Toni, hau ab. Lass mal den Hasen in Ruhe. Du bekommst auch eine Blume. Was hat Toni? Frag mich sowieso, was ihr in meinem Wohnzimmer wollt. Okay. Gut. Er kann ja jetzt noch ein bisschen damit spielen. Die können ja mal weg, die brauchen wir nicht weiter. Meine Güte, zwei Stromschläge. Dem Zwerg. Beim Zwerg, das darf nicht wahr sein. Donnert die Gartenzwerge verärgert. Hat jetzt Angst vor den Konsequenzen, ja. Ey, komm, zwei Freunde haben wir. Das muss erstmal reichen. Er ist immer noch angespannt. Wasserballons füllen. So, wir laden jetzt mal unsere Freunde ein. Und gleich geht's los. Gleich spielen wir mit den Wasserballons. Warte mal, hier ist so ein kleiner Clipping-Fehler. Ich versuche den mal kurz wegzumachen. Ich dachte gerade, ich nehme nicht auf, aber... Geländetool. Radiergummi. Glatt. Ja, müsste jetzt eigentlich reichen. Ne, reicht immer noch nicht. Moment. Ist ja immer noch nicht. Was ist denn hier los? Glatt. Glatt, glatt, glatt. Zumindest das hier bitte. Da, wo wir bauen, brauchen wir es glatt. Ja. Okay, alles andere ist nicht weiter wichtig. Genau. Und zwar Wasserballonschlacht. Ne, 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 ne. Du machst jetzt schöne Wasserballonschlacht mit allen, die da sind. Wer nicht schnell genug weg ist, wird nass. Ja, los. Haha. Gleich ein Volltreffer. Gut, dass du noch deine Arztsachen anhast. Und? Hat er gesagt, mit allen. Los, mach. Mach so nass, die Mädchen. Richtig so, Volltreffer. Ist dir das peinlich? Sie will immer noch Hufeisen werfen. Aber nicht mit dem Hufeisen auf Don, bitte. Braucht man da mehrere Eier? Spaß ist niedrig. Komm, spielen mit. Na gut. Er liebt die Tradition. Okay, das funktioniert nicht. Na gut. Also nochmal. Ich habe doch gesagt, du sollst mit beiden dich nochmal ein bisschen... Er soll das hier schön abfüllen, ja. Er soll das schön erfüllen. Was ich mir da ausgedacht habe, dann geht es ihm erstmal.